Bevor wir anfangen, vielen Dank an EA und das EA Game Changers Programm, dass ich mir mit euch zusammen F1 2021 schon ein bisschen früher anschauen darf. Was für ein Rennwochenende hatten wir denn da bitte in Aserbaidschan letztes Wochenende? Im Qualifying schon die roten Flaggen, Charles Leclerc auf Pole und im Rennen ging es dann richtig los mit Reifenplatzern bei über 300 km/h. Keine Punkte für beide Weltmeisterkandidaten und dann ein Perez-Sieg. Ein super, super starker Vettel auf P2, Gasly auf dem Podium. Junge, Junge, was ein geiles Rennen, vor allem die letzten paar Runden. Puh. Und ich muss sagen, das Rennen hat mir richtig Bock gemacht auf Aserbaidschan. Und insofern setzen wir uns heute mal in das Siegerauto von Sergio Perez und drehen ein paar Ründchen durch die engen Straßen von Baku. So, Wetter sieht fantastisch aus. Baku ist natürlich ein Street Circuit. Und wir haben es ja im echten Qualifying gesehen, allein die ganzen roten Flaggen. Es ist halt wirklich eine Strecke, wenn man da im Qualifying am Limit fährt, dann kann man auch ganz schnell mal eine Wand mitnehmen und sich die Runde versauen oder vielleicht sogar sein ganzes Auto kaputt machen. Und trotzdem, obwohl es kompliziert ist, habe ich heute mal Bock auf ein Gamble. Und zwar fahren wir heute nur eine schnelle Runde ganz am Ende. Wir lassen die Leute jetzt also alle ihre Runden drehen. Und wenn wir nicht ganz vorne landen mit dem Red Bull, der ja ein sehr starkes Auto ist, dann ist auch nicht so schlimm. Denn ich glaube, in echt ist Sergio Perez auf 6 oder so gestartet und hat am Ende das Rennen gewonnen. Insofern gucken wir mal, wo wir mit einer schnellen Runde landen können und vielleicht können wir dann im Rennen noch Plätze gut machen. Das ist so der Plan heute. Wir gehen heute auf Risiko. Ich hab Bock drauf. So, jetzt haben wir noch knappe 3,5 Minuten. Jetzt müssen wir aber langsam raus. Polezeit aktuell von Hamilton 1:39,6. Rote sind aufgezogen. Ja, 3 Minuten sind es noch. Ich mach mal ERS auf Sparmodus. Jetzt haben wir hier noch einen Alpine vor uns. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie so eine schnelle Runde kaputt machen jetzt, wenn die jetzt noch fahren gerade. Und dann fahren wir hier mal ganz gemütlich unsere Outlap in den Straßen von Baku. Ich muss sagen, eine wunderschöne Stadt. Habe ich im Rennen auch gedacht, wenn man dann so die Helikopteraufnahmen sieht. Baku ist wirklich wunderschön. Würde ich gerne mal irgendwann sehen, die Stadt. Eine Minute Qualifying haben wir noch. Und dann schauen wir mal. Schön weit rechts raus hier. Und ins Gas. Sehr gut. Die erste Kurve sah gut aus. Oh, da haben wir ganz leicht die Wand. Das sollte aber keinen Schaden gemacht haben. Nee, alles gut. Ja, in Baku hat man halt wirklich die Wände auch immer direkt vor Augen, ne? Ist halt doch ein sehr, sehr enger Stadtkurs. Und da muss man wirklich aufpassen. So, links rum. Schön eng hier, dass man hier gut rumkommt. Da vorne kommt jetzt meine Hassbremszone, diese hier. Da habe ich im letzten Jahr in F1 immer Probleme gehabt, weil das so rutschig war hier. Jetzt kommt die Charles Leclerc I am stupid Kurve in der Burg. Nicht rechts in die Wand einschlagen, das wäre gut. So. Links rum und ins Gas. Oh, bisschen Wheelspin. Ja, ist keine perfekte Runde, aber bisher wirkt es sogar ganz okay eigentlich. So, und jetzt kommt hier die Kurve, wo sie alle rechts in die Wand eingeschlagen sind und ihr Auto kaputt gemacht haben. Wir fahren hier aber wunderbar durch. Und ins Gas. So, das sah doch eigentlich ganz okay aus. Ist vielleicht nicht meine schnellste Runde hier, die wir irgendwie fahren können, aber sollte, denke ich, ganz okay sein. Hamilton nochmal schneller jetzt. 1:39,18. DRS-Zone kommt. Klick. Und jetzt hoffen, dass wir irgendwo in den Top 6 oder so landen, wenigstens. Mal gucken. Oh, das sah okay aus. Ist keine P1, aber P4. P4, Sergio Perez im Red Bull ist eigentlich eine ziemlich... Oh, okay. Ja, P4 an sich für Sergio Perez ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Wir sind aber tatsächlich sogar vor Max Verstappen. Hamilton mit der Pole und Daniel Ricciardo mit dem P2 im Qualifying. Sehr, sehr stark. Lando Norris auf der 6, okay. Solides Qualifying, würde ich sagen. Wir schauen mal, was wir im Rennen draus machen können. Es liegt Spannung in der Luft, denn der Start des heutigen Formel 1 Grand Prix rückt immer näher. Was für dramatische Entwicklungen wird es heute geben, bevor die karierte Flagge fällt? Nicht mehr lange und wir werden es herausfinden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben steht Daniel Ricciardo. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Perez, Max Verstappen,
Und Norris, Stroll, Vettel, Leclerc und Pierre Gasly. So, wir starten also auf der 4 hinter Bottas, vor uns Ricciardo und auf der Pole Hamilton. Also keine Charles-Leclerc-Pole hier bei uns heute. Aber ich denke, ja, P4 haben wir eine gute Ausgangslage. Wir starten ja auf den angefahrenen roten. Warte mal, Sprit können wir sicherlich ein bisschen weniger mitnehmen. Dadurch, dass man jetzt nicht mehr auf Fett stellt im Rennen, sondern einfach die ganze Zeit Standard hat, habe ich das Gefühl, man hat da eh nicht mehr so viel verbraucht. Also man kann eigentlich auf 13 stellen und wenn man merkt, es wird knapp, dann kann man ein bisschen lift and coasten. Aber ich nehme mal sicherheitshalber 13,2 mit. Ja, und Runde 4 gehen wir anscheinend rein. Okay. Ziel ist natürlich ganz klar der Sieg, ja, so wie Sergio Perez es vorgemacht hat letzten Sonntag. Natürlich, da haben sich Hamilton und Verstappen sind halt irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise aus dem Rennen raus gewesen, vorne um den Sieg. Insofern, er hatte Perez es vielleicht ein bisschen einfacher als wir heute, aber wir geben unser Bestes und versuchen hier natürlich den Sieg zu holen, wie das echte Vorbild. Los geht's. Oh, Verstappen an sich mit einem guten Start. Musste jetzt aber doch zurückstecken gegen mich. Okay, wir sind heile weggekommen. Ricciardo, uiuiui. Ricciardo auf P3. Bottas hat ihn sich direkt geschnappt. Okay, wir halten aber erstmal P4. Auch wenn Verstappen bei mir im Rückspiegel hängt und richtig bockert, im echten Rennen würde jetzt die Red Bull Box uns anfunken und sagen, Sergio, lass Max vorbei für die Championship. Perez hat zwar den Sieg geholt, aber ich glaube auch nur, weil... Also zum einen war Verstappen natürlich schneller in Baku, aber zum anderen glaube ich, selbst wenn Perez Max überholen sollte im Rennen, glaube ich trotzdem, dass die Red Bull Box da schon klare Ansagen machen wird, weil Max halt realistische Chancen auf den Weltmeistertitel hat und dementsprechend würden die wahrscheinlich einen Call machen und sagen, hey komm, lass mal bitte Max vorbei und verteidige nach hinten gegen die Mercedes. Ja? Aber Boxenfunk haben wir hier nicht. Insofern kein Christian Horner, der uns sagt, wir sollen Max vorbeilassen. Stattdessen machen wir hier die Jagd gegen den McLaren vor uns. So, erste Runde soweit sauber und solide. Können wir mal gucken, ob wir jetzt schon mit Windschatten und ERS vorbeikommen ohne DRS. Sieht gut aus. Knappe Kiste, aber... Ja, sauber. Okay, damit haben wir schon mal... Nur noch die beiden Mercedes vor uns. Und damit können wir arbeiten, würde ich sagen. Hauptsache ist jetzt erstmal an Bottas dranbleiben, dass wir die Mercedes da vorne nicht so lange wegziehen lassen. Immer Angst hier vor der Kurve. Die ist auch nicht nur in echt gefährlich, sondern auch im Spiel sehr gefährlich. Da kann man sich nicht nur in echt gegenhauen, sondern auch im Spiel geht das ganz schnell, dass man sich da ein bisschen verbremst und sich den Flügel kaputt macht oder sonst was. Okay, ja, die Mercedes da vorne machen schon echt gut Speed. Weiß ich nicht, ob wir da mithalten können. Wäre natürlich geil, wenn wir zumindest in Bottas DRS-Fenster kommen, bis DRS aktiviert wird. Und dann lassen wir uns von dem mitziehen. Boah. Hinterachse ist nervös. Okay, wir sind unter einer Sekunde. Und lila Sektor 1. Oh, wir haben Speed. I am Speed. Lila Sektor 1. Purple. Sehr gut. Ja, wir kommen näher, das ist sehr schön. Aber man muss immer voll konzentriert bleiben. Hier in Baku kann jede kleine Unaufmerksamkeit das Rennende bedeuten. Die Wände sind überall so nah. Und wenn man da nicht voll dabei ist, dann geht das ganz, ganz schnell. Und wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach in die Box. Ich glaube, meine Reifenstrategie hat sowieso gesagt, Runde 4 in die Box. Wir holen uns frische Gelbe. Oh, wir sind aber jetzt ganz nah dran hier. Wir holen uns frische Gelbe und versuchen den Undercut. Wir hoffen auf die Red Bull Boxen Crew
dass sie wieder den schnellen Stopp hinkriegen, wie sie das so gerne machen, und dass wir über die Box dann irgendwie zumindest schon mal den ersten Mercedes kriegen. Weil hier ist sowieso nicht so mit überholen. Wir nehmen uns jetzt noch DRS mit. Und ziehen quasi... Ah, Hamilton geht in die Box. Okay, dann gehe ich jetzt auch in die Box. Okay, halbwegs gut reingekommen. Die Boxeneinfahrt ist nicht ganz einfach hier. Oh, da mussten wir ewig warten wegen dem McLaren. Das war natürlich jetzt super ärgerlich. Das ist Hamilton in Baku auch passiert. Hamilton musste warten, ich glaube wegen Gasly oder so. Das hat uns jetzt locker eine Sekunde gekostet, dass wir warten mussten, bis der McLaren vorbei ist. Genau das ist Hamilton passiert in Baku. Stopp an sich war trotzdem in Ordnung. So, jetzt hängen wir natürlich hier im Verkehr. Jetzt haben wir den Williams und die beiden Haas vor uns. Das ist nicht so gut. So wird das nichts mit dem Undercut, wenn wir jetzt hier voll im Stau hängen. Fahr, Schumi, fahr! Gib Gummi, Junge, gib Gummi! Max ist an die Box gefahren. Max ist jetzt an der Box. Wir sind aber jetzt dran. 1,8 Sekunden. Nee, das war gut, das war gut. Denn Hamilton hängt auch im Verkehr. Der hängt hinter dem Alfa Romeo fest, hinter Kimi. Ja, wir sind ja auch in der gleichen Runde reingegangen. Das heißt, er hängt logischerweise auch im Verkehr. Das ist natürlich jetzt sehr gut für uns. Und lila Sektor 1. Perfekt. Jetzt haben wir Tempo, Freunde. Jetzt haben wir Tempo. Lila Sektor 1 und Hamilton im Verkehr. Das könnte hier was werden heute. Den noch zu kriegen, wird natürlich nicht ganz einfach. Ich glaube nicht, dass er uns den Gefallen macht, aus Versehen seine Bremsbalance umzustellen und geradeaus in die Wand zu fahren, beziehungsweise in die Auslaufzone. Den Gefallen tut er uns bestimmt nicht. Und Hamilton ist schnell. Alonso liegt auf Platz 1. Alonso liegt auf Platz 1, sagt er. Ja, okay, aber der war halt noch nicht in der Box, ne? So, können wir kurz vielleicht die Alpha Tauri-Garage anfunken, dass Tsunoda Hamilton noch ein bisschen aufhalten soll? Danke. Einmal kurz übergreifende Teamorder bitte für Alpha Tauri. Esteban Ocon ist aus der Session ausgeschieden. Nee. Was ein Zufall. Esteban Ocon war, glaube ich, im echten Rennen auch der erste DNF tatsächlich, wegen Motorschaden. Was ein lustiger Zufall. Oh, jetzt werden wir aber echt aufgehalten hier hinter Tsunoda. Wenn das noch was werden soll, müssen wir echt jetzt ein paar gute Runden noch hinlegen hier. Da müssen jetzt noch ein paar richtig solide Runden kommen. Und da sind wir im DRS. Ha, das reicht nicht. Ich muss auch ERS sparen. Ich habe nicht mehr viel. Ich darf jetzt nicht so Knallgas machen. Vielleicht versuchen wir hinter ihm zu bleiben und sparen ERS auf, damit wir dann in der letzten Runde vorbeigehen können. Nach hinten wird die Lücke immer größer. Bottas ist 5 Sekunden hinter uns. Der hat keine Chance, annähernd Hamiltons Tempo zu fahren. Auch das durchaus realistisch, wenn man sich Baku anguckt, wie schnell Hamilton war und wie langsam Bottas war. Wobei Bottas über P3 wahrscheinlich froh gewesen wäre letzten Sonntag, aber... So, wir gehen jetzt die Runde vorbei. Dafür muss ich aber jetzt... Oh! Dafür muss ich aber jetzt nah dran. Damit wir jetzt hier auf der Geraden auch schön nah dran sind, um vorbeizukommen. Sehr gut, sehr gut. Wir sind sehr schön nah. Wunderbar. Okay, wir gehen jetzt vorbei. Und dann müssen wir nur noch eine Runde lang verteidigen. Und dann holen wir hier mit Sergio Perez den Sieg. Es wäre doch fast zu schön, um wahr zu sein. Von P4 gestartet. Und jetzt Zündung! Ja, da zieht der Red Bull! Da zieht der Red Bull am Mercedes vorbei. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und jetzt heißt es vorne verteidigen. Voll alles geben jetzt. Jetzt nicht noch das Auto kaputt machen, aber alles geben. Und guter Exit hier. Und jetzt alles rausbuttern, was noch da ist. Die letzten Energiereserven reinknallen, keinen Reifenplatz erkriegen. Pirelli, please. Und jetzt segeln wir hier ganz entspannt in Richtung Ziellinie. Oh, oh, ERS wird knapp, aber Hamilton ist zu weit weg. 2 Sekunden Abstand. Yes!
Wow! Und da gibt's doppeltes Achievement sogar. Das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute. Mein allererster Sieg in F1 2021. Natürlich im Red Bull. Aber man muss sich auch erstmal gegen einen Hamilton, Bottas, Verstappen durchsetzen. Großartige schönes Rennen. Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Ich gönne es ihm. Zwei Mercedes links und rechts, aber der Sieger heute heißt Sergio Perez. Es hat sich gelohnt. Und das hat doch richtig Bock gemacht. Gutes Rennen, gute Aufholjagd, gute Überholmanöver und dann am Ende schön verwaltet gegen Hamilton. Und auch noch den Punkt für die schnellste Runde. Das sind locker flockige 26 Punkte für Sergio Perez hier in Baku. Das lief doch ziemlich ordentlich, würde ich sagen. Mein erster Sieg im neuen F1-Spiel. F1 2021 kommt am 16. Juli raus. Wenn es dann draußen ist, werden wir auch kräftig reingehen mit Story und Karriere und Multiplayer-Rennen und so weiter mit der Community. Wer nichts verpassen möchte, schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Walle. Bye, bye.